Das sind Gewaltviecher. Wären die ums Zehnfache größer, dann hätten wir einige Sorge. Ja, wir befinden uns hier im Insektenschauraum des Naturhistorischen Museums, der gleichzeitig eine Würdigung von Pater Gabriel Strobel ist. Die Objekte hier sind mindestens 100 Jahre alt. Pater Gabriel Strobel, der besagte Begründer dieses Museums, hat diese Insektensammlung wahrscheinlich in den 1870er Jahren aufwärts begonnen zu sammeln. Ich habe hier für Sie einen dieser Kästen geöffnet. Es befinden sich hier hauptsächlich Schrecken, sogenannte Gespenstschrecken, sind wiederum exotische Exponate, hauptsächlich aus dem südostasiatischen Raum, Neuguinea und so weiter. Diese Tiere können bis zu 30 cm lang werden und sie zeichnen sich durch eine Besonderheit aus, nämlich sie vermehren sich parthenogenetisch. Das heißt, es ist eine Jungferngeburt, das Weibchen legt ein unbefruchtetes Ei und aus diesem unbefruchteten Ei schlüpft ein junges Tier. Ja, es ist wirklich ein Matriarchat bei diesen Stabheuschrecken. Es gibt nur ganz, ganz wenige Männchen in dieser Tierspezies. Und warum es diese Männchen gibt, das wissen wir nicht. Wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, tut sich schon ein ganz neues Universum auf. Und wenn man vor allem natürlich in Betracht zieht, dass das im Grunde genommen jetzt auf rein taxonomischer Ebene, auch wenn es so winzige Viecherler sind, genauso eigene Tierspezies sind und die Veränderung von Tierspezies, die Wanderbewegungen, das Aussterben, das Neuentstehen von solchen Tieren, kann natürlich Rückschlussschlüsse geben auf aktuelle Themen wie etwa Umweltverschmutzung, Klimaerwärmungen. Die Erforschung von solchen Wanderbewegungen, von solchen Populationen ist also im Grunde genommen ein Teil der Erforschung unserer Welt. Mein Lieblingstier, muss ich sagen, ist der Leopard. Aber das passt jetzt wahrscheinlich nicht.